Ja, willkommen zurück bei Perfect World, also Let's Play. Wir waren gerade dabei, die Waffe abzuholen. Das macht man beim Briefkasten, einfach bei Quest. Und das müsste die gewesen. Ja, genau. So bekommt man die Quest. Und ja, wenn man die Quest abgibt, dann kann man sich einfach eine Waffe aussuchen. In meinem Fall das magische Schwert, das ist das hier. Und dann holen wir uns auch gleich die Charms. Ja, das Design ist völlig neuartig. Also leicht verwirrend für mich gerade. Beziehungsweise einfach nur eigenartig. Mit dem Balken, also das, wo ich das letzte Mal wirklich gespielt habe, da war das mit dem Balken noch lang nicht. Also ja. Ah, die neue Waffe sieht sehr stylisch aus. Leuchtet auch blau. Ja, sieht nett aus. Dann würde ich auch sagen, wir testen gleich weiter. Also, meiner Meinung nach haben wir jetzt ja einen Vorrat, der groß genug ist von den Charms. Also vorerst brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr, weil so viele Attacken macht man ja jetzt auch nicht, dass man... Oh, da war schon angeschlagen. Ja, so viele Attacken macht man jetzt ja auch nicht als Magier oder so, weil dauert das eher mit den Vorbereiten von Zaubern und Wirken und dann die Abklingzeit und so weiter. Und bei den physischen Klassen ist das schon eher, dass sie es schneller verbrauchen, weil die dreschen da einfach auf den Gegner drauf ein und dann ab und zu mal das Kill oder ja, kommt auch auf das Gameplay drauf an. Aber auf jeden Fall brauchen die mehr, ja, mehr davon, weil die einfach mehr Speed haben und dafür pro Hit einfach weniger Schaden machen. Also wir haben jetzt für zwei Monster, wobei eins schon angeschlagen war, haben wir jetzt drei verbraucht. Das ist ja eigentlich gar nichts. Vor allem dann, weil auch später dann noch die Bosse kommen. Wenn man solche angelegt hat, da verbraucht man schon leicht mal einen. Ja, kommt auch auf den Boss drauf an. Aber bis zu 500 das Deck. Oder auch mehr. Kommt drauf an. Also zum Beispiel ein World Boss. Der ist. Ja. Ziemlich stark. Weiß auch noch. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, die. Also FB, das sind die Dungeons, Instanzen, die wichtigsten eigentlich, die FB-Bosse, dann ganz am Schluss, also zum Beispiel 89, 99 und so, die sind glaube ich dann noch stärker als die Weltenbosse, weil, ja, ich habe keine Ahnung, die Weltenbosse, die droppen einfach nur gute Sachen, die man sich ab 70 bis 80 dann irgendwie fahren kann von denen. Also weil man ab dann stark genug ist. Zum Beispiel ein Warbase, das sind die Haupttanks in dem Spiel. Die ja können das meiner, soweit ich mich richtig erinnere, können die das
Also bestimmte Bosse ab Level 70 oder so tanken. Ich glaube sogar mit gutem Heal ohne die HP oder Mana Charms. Also die kommen dann hier rein. Und die HP Charms, also die haben einfach die Wirkung, die zwei Arten von Charms, also HP und Mana, dass wenn die Mana oder HP-Zahl eine gewisse Grenze unterschreitet, also in Prozent, und die kann man auch nicht einstellen, die Grenze, dann füllt sich das automatisch wieder bis aufs Maximum auf. Und dann wird auch von dem Charm das verbraucht, was er auffüllen, also auffüllen musste. Zum Beispiel bei mir jetzt, ein HP-Charm würde jetzt bei 85, also wenn ich 85 oder weniger HP hätte, dann würde der jetzt austicken. Also man sagt, der würde ticken. Und ja, dann habe ich 85 verbraucht und meine HP sind wieder voll. Bei Mana im Prinzip eigentlich genau das gleiche. Nur dass da statt 50% sind es halt 75. Sind jetzt bei mir keine Ahnung wie viel, bin zu faul zum Rechnen. Und ja, sonst ist es auch alles gleich. Die muss man sich allerdings entweder von Spielern kaufen oder im Cash Shop. Bei Utility sind die. Ja, also die besten sind hier bei, ja, 1,2 Millionen HP. Da kommt man eine Weile damit aus. Und bei den Mana Charms, das ist hier die rechte Spalte, ist hier runter und dann ja, einfach so Hyper XP. Ist ja irgendwie auch bekannt, dass man sich bei Gratis-Spielen mit Geld Vorteile verschaffen kann. Oder ja, bei den meisten Spielen, für die man zahlen muss, auch. Ja, und bei den bin ich total vom Thema abgekommen. Ja, bei den Mana Charms, da ist es eben, glaube ich, eineinhalb Mal so viel. Dann müssten es da also 1,8 Millionen sein. Ja, und ja, das also ein Gold ist 1 Euro, und ja, das und ein Gold ist auch 100 Silber. Das sind dann also 100 Cent. Also eigentlich nur die ganze Währung statt Euro und Cent nehmen wir halt den Namen Gold und Silber. Damit es nicht ganz so langweilig ist, weil es passt ja irgendwie auch nicht zum Spiel, wenn man da jetzt mit Euro und so bezahlt, weil ja, das Spiel spielt ja in der Vergangenheit, also nicht im Zeitalter, wo wir jetzt sind, mit den ganzen Industrien und so weiter, sondern da ist wirklich alles noch handgemacht, den ganzen Hanf und alles selber gepflügt. Ja, also gibt es keine Hanffarmen hier im Spiel, also Hanf eigentlich auch nicht, aber ja, ich finde es eigentlich ganz witzig, das jetzt als Droge zu bezeichnen, die Gräser hier. Das muss man halt alles mit so einer Harke abbauen. Die kauft man sich dann für 2000 Coins. Ja, das habe ich sogar schon, das Geld. Kauft man die sich dann natürlich beim Händler. Und ja, ab dann kann man sich dann selber so Drogen basteln. Und ich bräuchte jetzt noch zwei Kaktusse. Kaktusse. Ich bin gerade leicht verwirrt. Ja, Kaktopus. Keine Ahnung, ich denke jetzt irgendwie gerade die ganze Zeit an Oktopus. Also Kakteen. Zwei Kakteen, also ein Kaktus jetzt noch. Also was ich irgendwie auch witzig finde, ist, dass ein Kaktus das Wort Kack drin ist. Ja, ist eine kindische Erleuchtung, sagen wir mal so. Aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig, weil ja, so Wortspiele. Man soll sich ja auch nicht so ganz langweilen.
Außerdem, wie langweilig wäre dann mein Let's Play, wenn ich nicht die ganze Scheiße reden würde, also. Ja. Obwohl es nicht unbedingt über Kacke oder sowas sein muss. Also was ich auch sehr gut gemacht finde, ist, wie realistisch hier die Bäume sind. Also das kann man eigentlich sehr gut erkennen. Okay, dass da oben bleibt. Aber da zum Beispiel, das bewegt sich so sehr gut mit, also immer die gleiche Position. Und es ist auch irgendwie so, dass man direkt durch die Blätter durchfliegt. Ja, es ist, ich weiß auch, es ist sehr schwer, dass man jetzt eine Animation macht, wo dann die Blätter, also wenn der Körper sie berührt, dann zur Seite springen oder je nachdem mit welcher Geschwindigkeit, aber irgendwie fände ich es dann schon ganz schön, nachdem das Spiel jetzt auch schon etliche Jahre online ist, könnten sie auch einfach so ein paar schöne Sachen einbauen. Müssen ja nicht unbedingt sinnvoll sein, die Sachen. Einfach nur, dass es nett aussieht oder ja, ein bisschen vielleicht realistischer. Oha. Ja, das war eben jetzt ein ziemlicher Lag. Sogar auf dem Computer und nicht nur auf YouTube. Ja, also wir müssen jetzt irgendein Buch, oder? Nein? Nein, die Quest haben wir gerade abgegeben, so rum. Nein, wir keine Punkte zurücksetzen, wir wollen einfach Quest. So. Dann, das müsste es, glaube ich, jetzt eine gute Quest sein, oder? Ja, nachdem wir jetzt da die neue Rüstung haben, die man ja gleich von Anfang an bekommt, haben wir jetzt eigentlich die unnötige Quest. Ja, die ist inzwischen ziemlich unnötig, wegen der Rüstung mit Level 20 Werten. Also man bekommt ja von so einer Quest auch da ein ganzes Rüstungsset eigentlich. Ziemlich ganz, da eigentlich die wichtigsten Teile halt, bekommt man von ja, ein paar NPCs in der Stadt, also gratis auch, und ja, also ich glaube, ich werde die Quest trotzdem machen, kann ich immer noch verkaufen, und XP sind auch dabei. Ah ja, Punkte verteilen kann ich auch. Ja, und ja, ich finde es einfach nur noch sinnlos irgendwie, dass Quest hier noch ist, aber naja, warum nicht? Das sind leicht verdiente Erfahrungspunkte. Ist ja eigentlich auch eine Level 3 Quest, glaube ich, oder Level 2 oder sowas. Also die habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ja, wie man da jetzt auch sieht, kann man man kann auch Pets haben. Ja, Dörfer schon nicht gleich. Ja, es gibt gekaufte Pets, auch man kann sich auch welche selber fangen. Die muss man dann aber auch mit so Coins und produzieren und so. Das habe ich auch mal gemacht, aber ich finde dann irgendwie maximal ein Pet reicht, finde ich, oder vielleicht allerhöchstens zwei. Naja, was Neues in dem Let's Play ist auch noch diese Rave Officers Envelope. Es ist einfach nur so ein, sagen wir mal, eine Glückstüte oder Wundertüte. Wenn man da Rechtsklick drauf macht, dann verschwindet die, und dann ja, scheint auch hier auf, bekommt man also dann relativ schnell einfach mal 5 Pots, also Tränke, die, ja, die kann man dann trinken. Ist ja irgendwie auch leicht logisch. Also genau, Punkte wollten wir dann noch verteilen, das Level 5, dann, so,
Also, das, ja. Also, falls irgendwer jetzt dann Fragen hat, wie man den Charakter skillen soll oder so, kann ich da auch Tipps geben. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mit ziemlich vielen Klassen. Eigentlich habe ich ja auch alle Klassen schon gespielt. Also, ich kenne mich da mit den ganzen Skillungen und so meines Erachtens relativ gut aus. Habe auch öfter schon Tipps gegeben und die Rückmeldungen waren ziemlich gut. Also, mich würde es auch nicht stören, wenn da jetzt irgendjemand mir fragen würde, die unten in der Beschreibung stehende E-Mail schreibt oder so. Ist ja auch dafür gemacht. Und ja, ich mache einfach sonst so, dass ich Fragen, die oft gestellt wurden, oder Fragen, die ich finde, dass sie nützlich sind, also dass die Antwort nützlich ist, die werde ich dann vielleicht auch in einem Video erwähnen zu dem jeweiligen Spiel. Und ja, ich glaube, damit ist dann am meisten geholfen. Also den meisten am meisten geholfen. Ja, den Hut können wir gleich anlegen, weil so einen haben wir noch nicht. Und ja, die physischen Ringe wäre es auch schön, wenn wir da mal magische bekommen würden bald. Schon an. Und ja, also die Quest ist jetzt so ziemlich fertig, dann müssen wir halt nur noch zurückgehen und dann mache ich für den Part auch einen Schluss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, tschüss.